Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infinite Undiscovery. Ich habe mich anders hingesetzt für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ich jetzt erst anfange und dann nichts mehr sage. Ja, beim letzten Mal haben wir Dinge getan, Ketten zerstört. Und nun hieß es, wir sollen zurückkehren nach Fayel. Das machen wir später. Gut, sie braucht noch ein bisschen. Wir haben ihr beim letzten Mal Zeug für Puppen gegeben und darauf warten wir jetzt. Deswegen. Ich drücke die ganzen falschen. Also, ich drücke alle Knöpfe, die ich habe, bis ich den richtigen habe. Beim letzten Mal wollte ich eigentlich herausgehen und die Vermiforms jagen. Wurde dann unterbrochen von. Ich glaube, damals war es meine Mutter. Und ja, jetzt musste ich hier alles aufbauen, umziehen. Das ganze gute Zeugs eben. So, aber da haben wir schon einen. Ist das das richtige Lied? Nee. Da. So, und jetzt irgendwen connecten und, boah, ich sag ja, ich liebe Vermiforms, ohne Witz. Ich möchte halt nur sagen, es ist Kacke, gegen Vermiforms zu kämpfen. Ist egal, wann, wie, wo, weshalb, warum. Könntet ihr den bitte einfach umbringen? Ist er tot? Nein. Jetzt ist er... Oh Gott, ey. Also... Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Es ist so... unglaublich... ätzend, gegen Vermiforms zu kämpfen. Ich glaube, das habe ich ziemlich gut klar gemacht, diesen Punkt, dass es nicht lustig ist. Alles okay. Aber ich meine, ich habe zumindest jede Quest angenommen, also müsste ich jetzt dementsprechend mehr oder minder zumindest nach... Gut, da bin ich jetzt selber schuld. Die habe ich tatsächlich nicht als Gegner wahrgenommen erstmal. Aber ja, es ist halt... Ah, toll, in Vermiform. Ah ja, Symphonic Blade. Hat... Wenn der Angriff wenigstens nicht so lange dauern würde, wäre das auch nicht so das Problem. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn ich relativ zügig Symphonic Blade durchziehen könnte... Es wäre eine ganz andere Geschichte. Aber gut. Jesus Christ, schießt der hier einfach mal Strom durch die Gegend. Ja, jedenfalls müssen wir 10 davon umbringen und ich muss zu der Stelle kommen, an der wir gegen Otros gekämpft haben, wobei ich da jetzt nicht ganz genau aufgepasst habe, ob ich jetzt gerade richtig gehe oder eben nicht. Ah, oh, holy shit, ey. Ich muss die Verbindung wieder auflösen. Also, wenn ich wenigstens mit dem Knopf vernünftig Musik spielen könnte, während ich verbunden bleibe, dann müsste ich nicht erst das machen, dann mich verbinden, dann die Waffe ziehen und... Einfach nö. Ich habe es wieder geschafft, mich in diesen blöden Angriff reinzubringen. Ja, meine Charaktere sollen ja leveln. Das kommt ja auch nochmal dazu. Wir sind ja noch nicht am Ende des Spiels, das ist klar. Aber je mehr ich leveln kann, desto besser. Und ich schwöre bei Gott, ich hoffe, ich habe jede blöde Sidequest angenommen. Sonst werde ich hinterher so ein bisschen angepisst sein, dass mir irgendwo eine Sidequest fehlt. Da ist eine Mandragora-Dame, die sehe ich diesmal. Gut, bringt mir nichts, dass ich sie gesehen habe, aber ich habe sie gesehen. Also von daher. Und alles, was ich dafür kriege, ist eine blöde Ranke. Oh well.
Muss es halt nur gucken, ob ich gerade richtig gehe oder nicht, weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich richtig gehe. Aber da ich 30 Minuten eh platt machen muss, um die Sidequest mit Feyna zu erledigen, was soll's. Und alles, was ich währenddessen töte, läuft in den Pott rein, aller läuft ja ganz gut. Wie konnte ich nochmal meine Karte aufrufen? So, toll. Ist das hier nicht sogar eigentlich mehr oder minder richtig? Oder musste ich da hin? Da war die Hütte. Oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auch keine Lust, weiter in diesem giftigen, scheißblöden Zeug rumzuhängen, denn wir wissen ja mittlerweile, kommt nicht ganz so gut. Meine Leute werden irgendwann mal wahnsinnig über mich umbringen. Und ja, bin ich kein Fan von. Verdammt nochmal. Ich denke immer viel zu früh, dass mein Cursor sich rot färben wird und mich angreifen kann. Meine Belohnung ist dann Schmerzen. Einfach nur Schmerzen. Ah, große Freude, das in Vermiform. Das ist dann der dritte. Ich weiß nicht, ob ich damals noch gespeichert habe, weil da hatte ich dann auch nochmal zwei oder drei Typen getötet, aber was zum Teufel läuft so weg? Aber ja. Kann die Typen. Wow. Da sind noch ein paar mehr. Das ist zwar in dem Sinne schön. Au. Ja, wäre super, wenn er irgendwen anderen attackieren würde, weil ich erstmal eine Technik durchziehen muss. Verdammt. Ich hasse es. Jetzt war er nämlich schon wieder offiziell weg. Oh, Rico. Symphonic Blade. Ich hasse es. Und bis ich richtig nützlich bin, sind sie dann immer entweder tot. Oder meine Freunde sind tot. Irgendwer ist immer tot. Ich hasse es. Könntet ihr den bitte einfach nur von mir weghalten? Mehr nicht. Also ich finde schon, dass es halt in gewisser Weise... blutüberströmte Siege. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für die erste oder zweite Sidequest war. Ja, das war für die erste Sidequest. Ja, du gut, ist mir egal, dass er jetzt in dem Moment tot ist, hat sich nämlich... insofern zumindest... soweit berappelt, dass es gut funktioniert hat. Ja, das blutüberströmte Siegel war für die Sidequest, die wir machen mussten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich genügend Vermiforms platt gemacht habe, um alle Sidequests zu beenden, aber das werden wir halt auf dem Rückweg dann feststellen. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse Vermiforms. Das kommt ja in dem ganzen Part hier raus und es tut mir echt leid, aber es, dieses Rumgeswitche ist einfach so... Scheiße. Das macht halt keinen Spaß. Immer dieses Gucken, ja, ich muss jetzt da drauf wechseln und erstmal muss ich aber rumtröten. Wenn ich rumgetrötet habe, dann könnten wir vielleicht mal irgendwas machen. Naja. Ich glaube, mit dem Skill habe ich noch nicht einmal getroffen, weil ich immer unterbrochen werde damit. Die haben es aber auch echt mies getimed. Also mal ehrlich, die Echsen, die wissen schon, was zu tun mit ihrem komischen, ich drehe mich mal zigtausendmal im Kreis, ja.
weil man da dann wirklich stecken bleibt. Gut, wenn ich jetzt nicht treffe, ist natürlich genauso blöd, dann brauche ich auch keine Echsen dafür, um kacke auszusehen. Das mache ich dann halt schon von alleine. Irgendwie klang Rico so, als wäre er gestorben, ist er aber nicht. Also weiß ich auch noch nicht genau, was das sollte, aber passt schon. Wo ist Komachi? Komachi, komm her. Hier ist tatsächlich meine Truhe, die ich nicht geöffnet habe. Das wäre eine Mandragora-Dame. Okay, Moment. Gut zielen und... Jawohl, ja. Habt ihr gesehen, wenn es treffen würde, 12.000 Schaden, hat was. Aber muss man halt erstmal treffen, ne? Und das tue ich nicht immer. Und ich treffe besonders halt nicht, wenn es darum geht, eigenhändig zu zielen. Oh well. Alle sterben außer der Chef hier, aber der ist jetzt auch tot. Wunderbar. Sache, zum Leveln ist das hier super, man läuft hier durch die Gegend. Ich glaube, der hat gerade 1000 noch was Erfahrungspunkte gegeben, der Chef. Das ist dann halt der Chef alleine. Also das geht schon. Wo bin ich jetzt gerade hier? Wieder nach unten, dann komme ich nach Hagita. Und dann gucken wir halt mal, ob die Vermiform schon ausgereicht haben oder nicht. Oder ich könnte in Richtung Colton schon mal gehen und gucken, ob ich dabei noch einen treffe. Weil ich habe, glaube ich, jetzt 6 gezählt. Danke. Gemäß dem Fall, dass ich tatsächlich vor dem vor diesem Aufnehmen 2 davon platt gemacht habe, wären wir dann eigentlich erst bei 8. Du könntest diesen Typen festhalten. Danke. Okay. Thank you very much. Da haben wir dann direkt den nächsten. Ist mir egal, wer meinen Symphonic Blade mit durchzieht. Hauptsache, das Ding ist tot gleich. Weil diese Viecher tatsächlich einfach nur nervig sind. Es regnet hier immer noch, ist auch lustig. Jedes Mal, wenn ich denke, ich bin weit genug weg, dass es nicht mehr regnen sollte. Nein, es regnet weiter. Aber gut. Level 34 Savio, wunderbar. Ich treffe nicht. Jetzt habe ich getroffen. Level 43 für Kapell, kann ich auch mitarbeiten. Richtig, komischer Vogel in Bäumen, die ich nicht sehe. Aber dann wiederum diese ganze Gegend, die würde ich gerne nicht sehen, weil es anstrengend ist, hier zu navigieren. So auf Dauer zumindest. Ich habe ja gesagt, ganz so schlimm ist es halt nicht, aber meine Herren. Hier noch ein Vermiform irgendwo drin. Ansonsten drehen wir jetzt um und kehren halt zurück. Maximal nach oben lang. Oh Mann, bin ich froh. Ich bin wirklich heilfroh, wenn wir in dem Fall diesen Teil des Spiels tatsächlich hinter uns lassen können, weil es macht keinen Spaß, Vermiforms zu bekämpfen. Überhaupt keinen. Die sind einfach nur anstrengend. Ugh. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bräuchte dieses Spiel halt so ein Questmenü, wo man wenigstens nachgucken könnte, na, wie viele von wie vielen habe ich denn platt gemacht. Ja, es wäre schön, wenn ich es hätte, habe ich aber nicht. Die Respawner hier ohne Ende. Also gegen normale Drachen, Drogo, ja, Drogo-Krieger zu kämpfen und so, kein Thema.
alle anderen normalen Gegner. Kein Thema. Der Typ mit dieser scheißblöden Tsunami-Welle. Kein Thema. Vermiforms. Es ist einfach so. Da irgendeiner? Nö. Aber die respawnen scheinbar auch nicht so unbedingt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die jetzt ausreichen. Aber das werde ich halt merken. Allerdings diesmal muss ich auch überlegen, wieder wo wir standen so ein bisschen, weil ich, wie gesagt, längere Zeit durchs Umziehen etc. nicht spielen konnte oder aufnehmen konnte. Das ist dann immer so ein kleines Problem. Wunderbar, mehr Level-Ups. Oder kurzform wäre Level-Ups. Mehr Level-Ups. Und wir laufen wieder zurück. Tja. Aber hey, das heißt, immerhin vertraut sie uns irgendwie, glaube ich. Unter Umständen kann man es so interpretieren. Muss man aber nicht. So. Machen wir erstmal das, was wir auf jeden Fall jetzt geschafft haben sollten. Die Vermiforms zu vernichten und dieses blutige Siegel da zurückzubringen. Das können wir auf jeden Fall schon mal abgeben. Ich bin auf der ersten Ebene. Da muss ich gucken, wo dieses Blumenmädchen rumrennt. Super. Da habe ich mal, dass ich sie finde. Frage ist natürlich auch, habe ich jetzt die halbe Stunde vorbei? Nein. Noch nicht ganz. Ach, da stehst du doch schon. Pff. Blutbesudeltes Siegel. Yep. Perfekt, dafür hätten wir 50.000 Fohl. Gut, mit dem Herstellen, was ich ja immer mal wieder so zwischendrin mache, ist das natürlich jetzt, ich sag mal, eher so eine Art kleines Trostpflaster in gewissem Maße, aber naja. Ja, jetzt muss ich überlegen. Thoma war... tatsächlich noch eine höher oder sowas, ne? Kann das sein? Erstmal muss ich Thoma wiederfinden, dann können wir dir die Quest abgeben. Das ist halt super. Deswegen sage ich, also, so zwei, drei kleine Verbesserungen. Und schon wäre das Spiel halt teilweise wirklich Bombe. Oder perfekter, sagen wir es mal so. Das sind so Sachen wie halt, dass mir auf der Karte angezeigt wird, hier und hier steht der und der von deinen Charakteren. Boom. Fertig. Weiß ich Bescheid, laufe ich hin, hol mir den, wenn ich ihn brauche. Wenn ich ihn nicht brauche, lasse ich ihn ja da. Habe ich aber nicht. Und weil ich das nicht habe, ist das immer so ärgerlich. Besonders mache ich halt eine kurze Pause vom Aufnehmen mal. Und mit kurz meine ich natürlich jetzt ein paar Wochen, aber trotzdem. Schon sitze ich hier und habe halt keine Ahnung mehr, wo mein Charakter überhaupt war. War hier die Bibliothek, ne? Yep. Ja, ja, Dominika chillt da. Ich meine, Thoma war fast ganz oben dann. Also doch eher hier lang? Nee. Doch. Obwohl das ja schon wieder Richtung... Ich habe keine Ahnung. Gibt es da oben Räume?
Ich sehe nichts von Räumen. Oh Mann. Dafür hasse ich ja Hagita irgendwie. Obwohl ich sowohl Hagita als auch Coten irgendwie vom Stadtdesign eh nicht leiden kann. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber nö, hier war er dann auch nicht. Ach Mensch. Oder? Ah doch, ich glaube, der war da. Sache, ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Könnte auch woanders gewesen sein. Und dann guckt man sich das nochmal an. Nee, ich glaube, das war doch woanders. Ich hasse es. Hagita ist der the bane of my existence, wenn man so möchte. Okay, okay. Gehen wir mal einfach kurz gucken, wo er ist. Ich meine aber hier tatsächlich, ja, wenigstens funktioniert das Gedächtnis einigermaßen. Jetzt muss ich mit ihm wieder runter auf die zweite Ebene. Obwohl ich ja gerade eher hoffe, dass ich jetzt genügend Vermiforms platt gemacht habe. Wenn nicht, muss ich ja eh nochmal raus. Was, und da könnt ihr euch aber darauf verlassen, ich offscreen machen werde, weil irgendwann reicht es mir auch mit dem Mist. Das sind so die kleinen Probleme, die mich manchmal am LPen verzweifeln lassen. Ich möchte die Sidequests machen, aber die sind teils so uninteressant aufzunehmen. Vor allen Dingen, dass ich hier teilweise tatsächlich eine halbe Stunde warten soll. Ingame-Zeit. Ist halt klar, ich kann leveln gehen. Aber... Okay, nein, habe ich noch nicht genügend getötet, also mache ich das offscreen und sehe ich hier gleich wieder. Also anderer Text, nehme ich an, Quest erledigt. Auch wenn Thomas halt da hinten steht. Und dafür erhalten wir Gelächter, ja. Wie nett von ihm. Gelächter ist eine bessere Waffe für ihn. Das Katana von dem drolligen Mann, oder was? Auf jeden Fall eine bessere Waffe für unseren Toma, den ich bisher noch nie benutzt habe. Aber ist ja egal. Wir sind ja wieder bei dem Punkt, wenn ich die Charaktere benutzen wollen würde, würde ich sie benutzen. Abgesehen von Toma, weil er, glaube ich, ein grüner Charakter war und nichts mit Capella zu tun haben wird, also kann ich ihn auch nur benutzen, wenn... Naja... ein Multipersonen-Dungeon ansteht. So ist das halt. Was will ich machen? So, ich hoffe, die halbe Stunde ist jetzt um. Bitte. Ja, du bist gerade rechtzeitig, Kapell. Ja. Dafür halten wir eine Kapellpuppe. Und eine Fainer-Puppe. Und eine Lave-Puppe. Sidequest, nicht wahr? Immer wieder eine Freude. Okay, beim nächsten Mal, und ich weiß, das kommt halt doof, dass das jetzt dieser eine Part ist, auf den man vielleicht ewig lange gewartet hat und jetzt machen wir nur Vermiforms, aber beim nächsten Mal geht es endlich in großen Schritten zurück nach, wie ist die Stadt eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Ins Sultanat, über Coten hinaus und weiter dann Richtung früheres Anfangsgebiet, wo wir auch Schatztruhen sammeln können. Und dementsprechend hoffe ich... ihr bleibt noch gespannt auf den nächsten Part. Ich weiß, der hier war wieder Sidequest Bonanza. Aber es wird besser. Hallo bis Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Abspann von Infinite Undiscovery. Oben links in der Ecke dürftet ihr jetzt eine Anmerkung sehen für ein Video, was angeblich auf eure persönlichen Wünsche abgestimmt ist. Also klickt doch da drauf, um mehr von meinem Channel zu sehen. Und oben rechts ist so ein kleines Icon von meinem Avatar zum Abonnieren. Müsst ihr nicht benutzen, könnt ihr aber. Das wäre alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video von Infinite Undiscovery wieder. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!